Schön, dass du wieder dabei bist bei diesem Video hier. Mein Name ist Malte Helmholt von Die Berater Online Marketing. In diesem Video vergleiche ich 10 Shopsysteme miteinander. Dabei sind PrestaShop, WooCommerce, Wix Shops, Shopify, Gambio, PrestaShop, Shopware, ja, und vielleicht noch ein, zwei andere. Was auf jeden Fall wichtig ist, bevor du das hier guckst, das ist ein bisschen unkonventioneller, wie ich das hier vergleiche, weil oft sind es so, ich nenne es mal die Soft Skills, also wie ist der Look and Feel von so einem Shop-System oder wie groß ist die Community und wie schnell findet man Programmierer. Oft sind es diese Sachen, die am Ende wirklich wichtig sind, wenn man sich für so ein Shop-System entscheidet. Da sage ich viel drüber in diesem Video und von diesem Gesichtspunkt will ich auch diese Shop-Systeme hier analysieren. Wenn es wirklich um diese Pro- und Contra-Vergleiche geht, da gibt es viele Auflistungen hier im Internet, solltest du auf jeden Fall mal schauen. Da gibt es ganze Listen, wo du Features vergleichen kannst und mein Tipp schon am Anfang hier, mach dir überall eine Demo und vergleich die, krieg erstmal ein Gefühl für das Look and Feel der Shop-Systeme, dieses Shop-Systems, vor allen Dingen von Anwendersicht, also wie ist der Bestellprozess. Ich vergleiche jetzt alle aber mal so ein bisschen, erzähle was über jedes System, nenne auch ein, zwei Beispielshops hier. Ich glaube, es sind am Ende 4. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du mehr von solchen Videos hier haben möchtest, abonniere unten meinen Kanal, klick also auf Abonnieren und auf die Glocke, damit du immer einen Push bekommst, wenn ich ein neues Video über Online-Marketing und Shop-Systeme hochlade. Ein Tipp aber noch am Anfang, das ist ja wirklich der wichtigste Tipp hier. Der hilft mir auch immer wieder, um so ein bisschen den Fokus zu bekommen. Schau im Internet nach, ich sag's nachher auch nochmal, schau im Internet nach, wie die Entwicklung von den Shop-Systemen sind, von der Nutzerzahl, von den Online-Shops, um wirklich dir ein Bild zu machen, welche Shop-Systeme gibt es alles und wie sind sie in einer zeitlichen Entwicklung. Finde ich super wichtig und jetzt geht's los. Also ich habe heute 10 Shop-Systeme mitgebracht hier und möchte die so ein bisschen vergleichen, vor allen Dingen aus der Erfahrung der letzten 10 Jahre, die ich mit Shop-Systemen habe. Am längsten arbeite ich und auch am intensivsten mit WooCommerce, aber ich habe auch Kontakt durch unsere Kunden bei Die Berater Online Marketing mit allen möglichen Shop-Systemen. Das erste System, das ich hier vorstellen möchte, ist WooCommerce. WooCommerce ist wirklich ein flexibles System, das im WordPress integriert ist. WordPress kennst du vielleicht, ist eins der meistgenutzten oder das meistgenutzte Blogging-System auf der Welt. Und was das Schöne ist, dass du dann deinen Online-Shop direkt auch mit Content-Marketing verbinden kannst. Also du kannst im Grunde genommen einen Blog aufsetzen, wo du deine Produktfeatures beschreibst und kannst dann unten deine Produkte direkt verlinken und das Ganze geht Hand in Hand. Man muss allerdings dazu sagen, dass WooCommerce, auch wenn WordPress einfach ist, relativ schwierig ist. Das ist ein Nachteil. Also es ist, manche Sachen sind einfach nicht so logisch aufgebaut. Das gebe ich zu, auch wenn ich gerne mit WooCommerce arbeite. Die zweite Sache ist, die aber sehr vorteilhaft ist, das kann ich ganz gut mit den anderen Systemen vergleichen, dass es viele Entwickler im Bereich WooCommerce gibt und alle, die jemals gebloggt haben, kennen sich ganz schnell dann mit einer WordPress-Website aus und wissen auch mal, wie man eine kleine CSS-Anpassung macht. Also es gibt viele, wahnsinnig viele und auch relativ günstige Entwickler im WooCommerce-Bereich. Ein Demo-Shop, den ich hier auf jeden Fall nennen kann, ist tewald.de, der Shop meines Geschäftspartners Jonas Schindler. Jonas hat auch einen YouTube-Kanal, kannst du mal vorbeischauen auf Jonas Schindler. Und ja, da macht er auch oft was an seinem Teeshop, baut da was um. Auch im Handel 4.0, unserem Podcast von unserer Agentur, reden wir oft über den Tewald Online-Shop. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade auch eine Folge über die Geschichte von Tewald. Tewald ist komplett mit WooCommerce gebaut. Kommen wir zum nächsten und zwar Shopify. Shopify ist ein absolutes Einsteigerding, kommt aus den USA und findet immer mehr Verbreitung in Deutschland, allerdings eher so für diese Dropshipping-Community und für alle, die ganz simple Online-Shops aufbauen. Customizen, also verändern, lässt sich da relativ wenig. Und zwar lässt sich beispielsweise der gesamte Bestellprozess, was natürlich auch wichtig für den Kunden ist, dass er gut ist, und er ist gut bei Shopify, überhaupt nicht anpassen für dich als Shopify-Nutzer. Das ist manchmal ein Problem, manchmal aber auch absolut kein Problem, wenn man ganz einfache Produkte hat. Aber du siehst schon, Wachstum ist mit Shopify im Grunde genommen nicht wirklich möglich, wenn man irgendwann mal was ändern will oder eine noch bessere Usability erreichen möchte. Was auf jeden Fall der Fall ist, dass wenn du wenig Produkte verkaufst und das Ganze nur nebenbei machst, ich habe da zum Beispiel einen so einen Shop, das ist direkt ein Hersteller. Ich glaube, für viele Hersteller lohnt sich das, einfach schnell einen Shopify-Shop aufzubauen, wenn das so ein Nebenvertriebskanal sein soll, nur damit andere Vertriebskanäle oder damit andere Online-Shops auf deine Produkte aufmerksam werden. Dann ist auf jeden Fall Shopify relativ gut. Ein Beispiel ist da Tarion.eu, ist zum Beispiel so ein Hersteller. Ich war neulich mal auf deren Website und habe einfach gesehen, dass das, da habe ich selber was da bestellt.
bestellt und habe gesehen, das ist mit Shopify und mir gefiel total auch der Checkout-Prozess. Das ist nämlich bei manchen Sachen einfach nicht so cool. Ich habe jetzt gerade wieder ein JTL, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, Checkout gesehen, wo ich dann am Ende im Checkout nochmal meine Versandadresse ändern will und dann komme ich wieder komplett zurück. Ich meine, da ist der Checkout so programmiert, dass der Programmierer das Leben einfach hat, aber nicht dein Online-Shop-Kunde, an den man immer denken sollte, das Leben einfach hat. Also dem sollte das Leben einfach gemacht werden. Das ist bei Shopify schon relativ gut umgesetzt, aber Wachstumspotenzial, wie gesagt, nicht so weit Luft nach oben. Außerdem gibt man bei Shopify auch eine Provision ab an Shopify für den Umsatz und auch eine fixe Provision, beziehungsweise Fixkosten und eine Provision auf den Umsatz bezogen. Und diese Provision wird natürlich richtig groß, wenn man seinen Shop nach oben skaliert. Und da muss man immer gucken, ob sich da nicht doch ein eigenes System oder vielleicht sogar ein selbstgebautes System dann doch für größere Unternehmen lohnt. Ein Nachteil auch noch bei Shopify ist, dass das Content-Marketing nicht so gut umzusetzen ist. Also auch bei Shopify ist es zwar so, dass man sicherlich Beiträge erstellen kann, all solche Sachen, aber es ist alles relativ fix. So richtig Content-Marketing am Kunden angelehnt, wenn man Podcast-Folgen einbetten möchte und so weiter, das geht eigentlich relativ gut im WooCommerce mit WordPress, aber auch bei Shopify ist da nicht so viel drin. Gerade dort lässt sich nicht so viel customizen. Kommen wir da nämlich auch zu den nächsten zwei Systemen, da ist das relativ ähnlich. Das sind Gambio und Jimdo, die fasse ich mal jetzt hier in eins zusammen. Ich könnte auch noch dazu nehmen Lightspeed. Lightspeed ist auch so ein Shop-System. All diese drei, das sind eher so Baukastensysteme. Super für den Anfang. Ich würde dir bei all diesen Systemen sagen, Shopify, Lightspeed, Jimdo, wahrscheinlich auch dieser Wix, E-Commerce-Builder. Ne? Das sind alles so Systeme, das sind Baukastensysteme, die haben alle einen Nachteil. Sie sind alle nicht so flexibel. Und da muss man immer gucken, wo kannst du deine Features alle abbilden. Also ich kann dir nur empfehlen, bei all diesen Systemen einen Demo-Zugang zu erstellen und dann das System einfach mal auszuprobieren und zu schauen, ob vielleicht eins dieser Systeme exakt deinen Prozess abbilden kann. Wenn du zum Beispiel Varianten im Shop hast, kannst du das irgendwie bei einem dieser Systeme besser abbilden. Oder wenn du beispielsweise einen richtig genialen Customizer haben willst, gibt es da vielleicht schon ein Demo-Shop von irgendeinem anderen Anbieter, der eigentlich genau diesen Customizer hat, ein Dritt-Plugin nutzt, irgendwie von diesem Baukastensystem und kannst du das vielleicht einfach damit umsetzen oder irgendwelche anderen Bestellprozess-relevanten Dinge, die auf deine Kunden einfach besser passen. Da solltest du auf jeden Fall mal Demo-Shops erstellen oder dir auch Shops einfach mal recherchieren, zum Beispiel Gambio Beispielshop, Lightspeed Beispielshop, Wix Beispielshop, dass du dann dir anschaust, okay, wo ist der Bestellprozess für dich am besten, wo gibt es da gute Designs und dann kannst du die eigentlich relativ gut vergleichen und gucken, ob der Bestellprozess zum Beispiel passt oder wie die Produkte angelegt werden. Das musst du wirklich ausprobieren. Nachteil bei all diesen Systemen, wenn du dir irgendwann was selber programmieren lassen möchtest, also wenn du irgendein Modul brauchst für deine Kunden, um irgendwas Spezielles anzubieten, da stoßen all diese Systeme von Shopify bis Gambio an ihre Grenzen und da kommt man dann schneller zu Systemen wie beispielsweise Shopware. Shopware ist ein System, das aus Deutschland kommt. Ich glaube, der Firmensitz ist aber in England, ist immer beliebter in Deutschland. Ich muss sagen, die Oberfläche ist jetzt nicht die allerschönste, aber extrem funktional. Für alle, die im B2B-Business unterwegs sind oder wirklich B2C machen mit Umsätzen ab 100, 200.000 Euro im Monat, da ist irgendwie Shopware, sage ich mal, am beliebtesten. Und das stimmt auch, dass das Ganze wirklich sich gut handeln lässt. Die Exportfunktionen sind super nice, die Importfunktionen, aber auch sowas wie Shopping-Feed-Geschichten sind im Shopware super, super gut. Ich habe auch einen Beispiel-Shop für dich mitgebracht, kannst du dir mal anschauen. Das ist zum Beispiel der Feel Beauty-Shop. Das ist ein Kunde von uns, muss ich an der Stelle hier sagen. Feel-Beauty.de ist zum Beispiel ein Shopware-Shop. Es gibt aber auch einige B2B-Shops, die wir im Shopware-Bereich betreuen. Solche Dinge wie beispielsweise Mengenrabatte, Staffelpreise, das ist alles kein Ding im Shopware. Da ist Shopware am mächtigsten. Und für alle, die nach oben skalieren wollen, ist Shopware da wirklich ziemlich, ziemlich gut. Man kann allerdings auch bei Shopware nicht, ich sag mal, die Content-Marketing-Strategie fahren, die für den Kunden die beste wäre. Da würde ich dann zusätzlich noch eine Seite gründen, sage ich mal, oder eine Seite launchen, die sowas zum Beispiel ist wie ein Magazin oder ein Blog für deine Produkte, wo man dann die Produkte besser beschreibt und auf den Shopware-Shop einfach verlinkt. Das ist auf jeden Fall aus Content-Marketing-Sicht angebracht, wenn man so einen Shopware-Shop hat. Ich kenne mich die Shopping-Welten im Shopware-Shop und ich muss sagen, da kannst du nicht einfach mal so Podcast-Folgen easy, cool einbetten und regelmäßig bloggen. Dafür ist das System einfach nicht gedacht.
So eine zweite Seite kann man dann einfach unter einer Subdomain wie beispielsweise blog.deinedomain.de launchen oder eine ganz andere Domain wie zum Beispiel die Beratermagazin, das wäre unsere Agentur, ne? Dieberatermagazin.de ist sowas zum Beispiel oder Tewald oder Tewald-Magazin, Tewald-Blog, irgendwie solche Sachen, eine neue Domain oder eine Subdomain blog.tewald.de. Das wären so die Strategien und da kann man dann Content Marketing machen. Kommen wir zum nächsten System, das ist PrestaShop. PrestaShop ist das System, das führe ich mal hier auf, weil man das immer noch so in Aufzählungen findet. Kommt aus Frankreich, ist so ein System, das ist schnell gewachsen und jetzt auch schnell wieder, sage ich mal, die Beliebtheit sinkt wieder. Die Community ist irgendwie nicht so stark, die Plugins sind meines Erachtens nach nicht so gut, die es da gibt. Das System ist relativ unübersichtlich, es gibt viele Fehler, die haben zwar jetzt, sage ich mal, eine neue Version gelauncht, da gab es aber großen Stress, viele Probleme, sage ich mal, bei diesem Relaunch des gesamten Systems. Ich würde mich nicht auf dieses System verlassen, muss ich hier an der Stelle sagen, aber es gibt auf jeden Fall Gründe und ich denke, das meiste sind Usability-Gründe für dich als Anbieter, warum PrestaShop immer weniger genutzt wird. Ich kann zum Beispiel aus Erfahrung hier sagen, wir haben mehrere Shopping-Feed-Plugins getestet bei einem Kunden von uns und es war immer sehr, sehr schwierig, diesen Feed, sage ich mal, einzurichten. Wir haben mehrere Kunden, die das benutzen, aber bei einem weiß ich zum Beispiel auch, da ist es super schwierig, den Feed zu customizen und die Feed-Plugins sind sehr, sehr unübersichtlich und deswegen, das ist nicht so ein dafür, dass man da drin auch dann nicht so gutes Content-Marketing machen kann, weil es keinen Content-Builder gibt, der irgendwie super schick ist. Ist genauso wie die Produkte dort anzulegen, ist auch nicht super schick. Da muss ich sagen, ja, da fällt das gar nicht in die nähere Auswahl rein, muss ich an der Stelle hier sagen. Deswegen komme ich auch zum nächsten System, JTL. Ein Kunde von uns nutzt zum Beispiel JTL, das ist absolut-bart.de. Könnt ihr euch den Shop mal anschauen. JTL ist so ein System, da ist auf jeden Fall, denke ich, Wachstumspotenzial da für das Unternehmen. Es gibt auch viele tolle Plugins, es ist alles relativ sauber programmiert. So kommt es mir auf jeden Fall vor. JTL ist so ein System, das hat eine ganze Warenwirtschaft auch mit am Start, sage ich mal. Also es gibt dieses JTL Wavi und das ist, denke ich mal, für viele Unternehmen, die auch eine Warenwirtschaft brauchen, ein sehr, sehr großer Vorteil. Weil gerade WordPress, wenn man das damit mal vergleicht, WordPress ist kein Warenwirtschaftssystem. Shopware geht so in die Richtung, ist es aber eigentlich auch nicht. PrestaShop auf gar keinen Fall. Und diese ganzen, ich sag mal, Click-and-Build-Lösungen, wie zum Beispiel Shopify, Gambio und so weiter, das sind auch alles keine Warenwirtschaftssysteme. Das hat auf jeden Fall JTL und ich denke, das ist ein großer Vorteil bei JTL. Auch wenn man definitiv Programmierer braucht, wenn man JTL verwendet, was ich bei zum Beispiel WordPress nicht unbedingt sagen würde, wenn man einfach einen WordPress-Shop oder Shopify-Gambio-Shop haben möchte, braucht man das im Grunde genommen nicht. Eine ganze Programmieragentur oder ein Programmierer, das ist bei JTL auf jeden Fall so. Bei Shopware würde ich sagen auch, das nur nochmal hier im Vergleich. Das sind eher so die Profilösungen, wo man auf jeden Fall auch nochmal eine Agentur an der Hand braucht. Kommen wir zu zwei weiteren Systemen. Ich fasse die mal zusammen. Magento und XT-Commerce. Ich sehe immer noch, dass viele Shops in Deutschland angeblich Magento benutzen. Ich habe jetzt gerade gestern wieder eine Recherche gemacht, welche Shops das sind. Das sind alles so zerstreute Shops, wo ich auch auf Anhieb sehe, die sehen eigentlich relativ veraltet aus, meiner Meinung nach. Magento schließt sich so ein bisschen PrestaShop an, finde ich. Die Shops sehen nicht mehr so modern aus. Ich glaube, der Fokus der meisten Online-Shop-Betreiber und dieser Online-Shop-E-Commerce-Community, die liegt auf anderen Systemen momentan. Magento wurde von Adobe gekauft. Vielleicht tut sich da noch einiges. Angeblich sind es super viele Online-Shops und es ist auch relativ viel Umsatz, der über Magento läuft. Witzigerweise, von den ganzen Kunden, die wir haben, benutzt niemand Magento. Ich denke, das sagt schon relativ viel darüber aus. Es gibt auch keine Features, wo ich sagen muss, da tut sich Magento für mich so heraus, dass ich einem Kunden empfehlen würde, jetzt geh zu Magento, da kannst du besseres Content-Marketing noch mitmachen. Wenn du irgendwelche Gründe für Magento hast, dann kommentier mal unter dieses Video. Wenn du sagst, ich kenne jetzt einen bestimmten Magento-Shop, kannst du natürlich auch gerne bei den anderen Systemen hier machen. Poste gerne mal ein Beispiel oder deinen Online-Shop hier drunter und sag, mit welchem Shop-System der gebaut ist. Es gibt übrigens auch eine Website, die heißt Which.cms oder What.cms. Da kannst du jede Website eingeben, auch unsere Kunden. Deswegen sage ich das hier auch so. Da kannst du auch unsere Kunden zum Beispiel eingeben und kannst dann gucken, was sie für ein Shop-System benutzen. Magento, wie gesagt, ich habe keinen Shop gefunden, wo ich jetzt sage, boah, das ist Bombe, das sieht richtig modern aus und der ist mit Magento gebaut. Vielleicht findest du einen, dann hier drunter posten. Genauso ist es bei XT-Commerce. Ich habe super viele Kunden schon erlebt in den letzten, ich sag mal, 7, 8 Jahren, vielleicht sogar länger. Ich glaube, vor 8 Jahren, da habe ich auch mal bei einem Unternehmen gearbeitet und
die hatten XD-Commerce und es wurde nur über das System gestöhnt, viel ließ sich nicht umsetzen und die wollten damals schon umziehen. Und jetzt ist es eigentlich auch oft so, dass viele hier anrufen und sagen, wir wollen von XD-Commerce eher wechseln. Deswegen ist es halt auch so, weil wir nur diese Wechselanfragen haben, beziehungsweise Anfragen, welches System soll ich benutzen, weil jetzt bin ich gerade bei XD-Commerce, dass ich dafür hier nicht wirklich, dass ich da nicht viel drüber sagen kann, außer dass es einfach irgendwie nicht benutzt wird. Das hat sicherlich den Grund, dass XD-Commerce ein quelloffenes System ist. Das bedeutet, das kann auch genommen werden, der Code kann sich angeguckt werden und das darf auch mit den Lizenzrechten, bin ich jetzt nicht so vertraut, aber weiterentwickelt werden oder als System verkauft werden. Bedeutet, viele basieren da drauf, aber es ist jetzt nicht das System, wo ich sage, leg damit los und bau damit deinen Online-Shop oder so. Dann tendier lieber zu Shopware, JTL oder eben zu WooCommerce, wenn es sehr Content-Marketing-lastig sein soll. Das ist meine persönliche Meinung hier an der Stelle. Vielleicht sagst du auch, ey, guck dir unbedingt nochmal XD-Commerce an, da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Dann möchte ich das bitte auch wissen, dann schreib das auf jeden Fall hier drunter in die Kommentare. Das zum Thema Magento und XD-Commerce. Wie gesagt, ich bin super offen für Feedback, wenn du sagst, die Systeme entwickeln sich voll. Malte, schau mal auf jeden Fall auf das eine drauf. Da geht momentan super viel und die haben sich komplett gelauncht, bin ich super gespannt drauf. Aber insgesamt muss ich sagen, all diese Systeme, die ich gerade aufgezählt habe, die haben auch so gewisse Soft Skills. Ich sag mal, wie ist die Entwicklung? Schau da einfach mal nach, zum Beispiel auf Statista oder so, wie sich die Systeme entwickeln, wie viele das benutzen. Weil es ist wirklich so, dass man bei manchen Systemen sieht, wie die wachsen und bei manchen, wie sie eben schrumpfen. Und das muss Gründe haben. Oft sind das Community-Gründe. Man sieht zum Beispiel, dass das Wachstum von WooCommerce super dafür spricht. Und das nenne ich mal so ein Soft-Skill, dass man das benutzt. Weil was es heute noch nicht gibt, kann es in ein, zwei Jahren geben. Außerdem gibt es viel mehr Entwickler für WooCommerce als beispielsweise für Shopware. Kann wiederum für WooCommerce sprechen, weil es natürlich auch viele WordPress-Experten gibt oder WordPress-Agenturen, was es viel, viel, viel mehr gibt als für eben andere Systeme. Gründe wie beispielsweise, ja, WooCommerce sei nicht optimiert oder optimal für sehr anspruchsvolle Shops, ist oft so ein Gerücht bzw. ein Vorurteil, weil das Ding ist, die kochen alle nur mit Wasser. Die meisten Systeme, die ich gerade aufgezählt habe, basieren auf fast den gleichen Code-Basen, sage ich mal, oder sind mit PHP gebaut. Ich meine, sowas wie PrestaShop ist mit PHP gebaut, WooCommerce ist mit PHP gebaut, Shopware ist sicherlich auch mit PHP gebaut, vielleicht auch mit Python. Die ganzen Code-Basen unterscheiden sich, die haben alle Vor- und Nachteile, aber man könnte jetzt niemals sagen, so ja, WooCommerce ist ein Anfänger-Shop-System. Gar nicht, weil man kann da wirklich alles customizen. Da ist es schon ganz anders bei Click-and-Build-Lösungen oder Software-as-a-Service oder Plattform-as-a-Service-Lösungen, wie zum Beispiel Shopify. Da kann man nicht so viel customizen, wenn man dann zum Beispiel nach oben skaliert und kann nicht den gesamten Bestellprozess so anpassen, wie man das will und findet nicht unlimited Plugins, wie zum Beispiel bei WordPress. Das nenne ich mal so Soft-Skill. Was auch noch ein Soft-Skill ist, ist, wenn man sich mal anmeldet und guckt, womit kann man selber besser umgehen. Aber auch so ein Soft-Skill, finde ich, ist, wo hat der User das bessere Bestellfeeling im Bestellprozess? Das wird oft, ich sag mal, vernachlässigt. Zieh auf jeden Fall, bevor du dich für ein System entscheidest, mal den Bestellprozess durch. Weil es gibt Systeme, da klickst du dich bis zum Ende durch und dann klickst du nochmal auf Versandadresse ändern und dann klappt sich das nochmal aus und dann kann man das ändern. So sollte es sein, aber dann gibt es die Systeme eben, die sind so gebaut, wie der Programmierer das haben wollte. Das nenne ich auch mal Soft Skill von so einem System. Wenn das eben nicht so ist, also wenn es genauso gebaut wurde, wie der User das haben möchte oder solche Soft Skills wie beispielsweise Online-Marketing-Fähigkeiten, was gibt es für SEO-Plugins noch zusätzlich, was gibt es für Online-Marketer, die sich damit auskennen, ja, also gibt es da Online-Marketer, die dir direkt einen Tipp für WordPress geben können, sicherlich, aber gibt es Online-Marketer, die dir direkt einen Tipp für JTL geben können? Ich glaube eher nicht. Und das sind dann auch wieder Soft Skills, auf die man sich verlassen sollte, gerade wenn man auch viel Online-Marketing macht, was, glaube ich, jeder von euch macht. Hoffentlich. Was ich in dieses Video auf jeden Fall auch noch reinbringen wollte, ist ein Shop mit WooCommerce. Wie gesagt, ich tendiere jetzt ein bisschen sehr zu WooCommerce, aber einfach, weil es da, glaube ich, die meisten Vorbehalte gibt. Ein Shop, das ist rupdi.com. Die haben so einen Product Customizer, da kannst du dir mal angucken, was alles geht mit WooCommerce. Es gibt da so ein Customizer, da kann man sich so eine Cappy, ich verlinke den auch mal unten, customizen. Die sponsern uns jetzt nicht oder so, aber ich bin mit denen befreundet, die sind in Köln und machen Cappies. Und das Ding ist, die haben das, ich sag mal, von einem Programmierer extra programmieren lassen für deren Bedürfnisse. Und ich meine, die sind ein, ich nenne es mal Startup, und trotzdem konnten die sowas umsetzen. Das heißt, wenn ein Startup sowas machen kann, dann kannst du das als gestandenes Unternehmen oder auch als Startup definitiv auch machen.
Also ein eigenes Plugin bauen lassen für WooCommerce. Das geht natürlich in vielen anderen Systemen nicht so easy. Und ich muss sagen, guck dir mal dieses Click-and-Build-Ding an, wo man sich diese Cappy bauen lassen, also so customizen lassen kann. Das ist der absolute Wahnsinn, wie die das umgesetzt haben. Das spricht, finde ich, dann auch wieder für so ein System wie WooCommerce. Das wollte ich auf jeden Fall noch mit in dieses Video hier reinnehmen. Das finde ich super interessant, einfach mal zu sehen, so einen coolen WooCommerce-Shop. Jetzt noch eine Sache hier zum Schluss, bevor du sagst, nee, Amazon nein, Facebook nein, guck dir bitte, weil Facebook überarbeitet da ständig was und Instagram wollte ich schon sagen, Instagram auch. Instagram ist ja im Prinzip Facebook, aber sicherlich auch solche Player wie Amazon, die etablieren immer mehr, sag ich mal, diese Shop-as-a-Service-Dienstleistungen, dass du eigentlich zu Amazon gehen kannst und da deinen eigenen kleinen Shop aufbauen kannst. Du kannst zu Facebook gehen, dort deinen eigenen kleinen Shop aufbauen. Wird sicherlich so ein bisschen Shopify auch den Rang abschlagen, aber das sollst du auf jeden Fall als Unternehmen im Auge behalten, weil wenn man das nicht im Auge behält, dann schwimmt man nicht wirklich mit der Zeit. Und ich denke, es ist sinnvoll, auch einen Facebook-Shop zu haben, weil du dann viel besser auch Werbung auf Instagram für deine Produkte Hand in Hand platzieren kannst. Also schau dir das definitiv an, was die Big Player an kleinen Shop-System-as-a-Service-Systemen, dass du deinen Shop, sag ich mal, auf dieser Plattform launchst, was die dort zu bieten haben. Schau dir das an. Wenn du mehr über mich wissen willst, über meine Agentur, folg mir gerne auf Instagram. Mein Handle dort ist Malte Helmholt. Ich freue mich natürlich auch, wenn du hier unten meinen Kanal abonnierst. Dann bekommst du mehr von diesen Videos, auch viele Videos zum Thema Online-Marketing und Marketing für Online-Shops. Wenn du einen Podcast haben möchtest, wo es nur um Shop-Tipps geht und um E-Commerce, das ist der Handel 4.0 Podcast meiner Agentur. Aber drück hier unten auf Abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Und die Glocke, dann wirst du immer alarmiert, wollte ich schon fast sagen, hört sich irgendwie böse an. Dann kriegst du immer einen Push, wenn ein neues Video zum Thema Online-Marketing von mir hier kommt. Bis dann, dein Malte Helmholt von Lieberater Online-Marketing.